herzlich willkommen zur 178. Folge unseres Let's Play Green Project. Ja, ist eine neue Aufnahmesession, hatte ich glaube ich beim letzten Mal gesagt. Ich hatte da nicht viel Zeit zum Aufnehmen und musste das unterbrechen. Heute machen wir für diese Woche den Rest. Hier ist nichts weiter neu, hier ist alles gut. Schwein, wie kommst du da hin? Ja. Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Wir brauchen mal wieder hiervon was. Okay, ich hatte da noch irgendwas in der Hand. Dann gehe ich bei und fütter die hier. Stein, Eisenerz. Nichts mehr. Das passt auch nicht. Das rein, das rein. Das wäre Sand. Ich habe aber auch Schwefel in der Hand. Okay. Dann kann das hier rein. Das ist Salbei. Da sind erst 6 drin. Das heißt, hier brauche ich die gar nicht reinpacken. Die kann ich mitnehmen. Die kann ich da oben reinpacken. Genau, so. Das war voll. Ups. Und das war auch voll. Na ja, genau. So, aber Schwefel konnte ich doch irgendwo. Oder hatte ich doch irgendwo schon. Hier können die Steine rein, das können nirgends rein. Nö. Gut. Ja, schauen wir doch mal. Hier haben wir noch was. Ups.
Gut. So. Und da ist eine Raupe fallen. Wo ist er? Da war sie. Och nee, jetzt habe ich das Schwein mitgenommen. Das wollte ich doch gar nicht. So, ich denke mal, oh, die wachsen. Sehr schön. So, bitteschön, Katze. Der macht gerade was. Okay. Dann können wir das hier reinpacken. Okay. Ich war echt der Meinung, ich hätte hier noch irgendwo Schwefel oder so. Nichts mehr. So, wie sieht das hier aus? 95 und 99. Kaffeebohnen sind nur 68. Ich habe aber hier noch welche, das weiß ich. Und ich habe noch einen Käfer. Hatte ich eben nicht alle weggepackt. So, Katze, bitteschön, da hast du was zu fressen. Die sind fertig da hinten, oder wie? Unsere Schredder. Gut, jawohl, genau so muss das sein. Wir brauchen auf jeden Fall wieder von dem Zeug was. Machen wir mal direkt 20 wieder. So.
Hier ist erstmal nichts. Hier. So, das haben wir auch. Gut. Na, Katze, hast du alle aufgefuttert? Wow, finde ich gut. Da rein. Dann können wir 3 machen und dann passt das besser. Ist 13 Uhr und das heißt, wir könnten noch eine Menge machen. Ah, hier haben wir doch noch was. Hier haben wir doch noch die Samen. Und wie sieht das hier aus? Fehlt uns hier noch was? Tomaten und Rüben. Könnten wir auch jeweils noch mal 2 machen. Dann würde ich sagen, hier können wir im Augenblick eh nichts machen. Dann gehen wir da noch mal eine Runde und gucken, ob wir irgendwo was finden, was uns weiterhilft. Was ist denn das hier? Steht irgendwas, ich weiß aber nicht was. Ich denke mal, das ist ein Stück Zaun, was ich da versehentlich hingesetzt habe. Aber ich habe die Zange nicht dabei, also von daher. Thymian gehabt gerade eben. Hier auch. Hier haben wir Pilze und wie heißt das Gänseblümchen? Nein, Kamille. Sorry, die wollte ich ja leben lassen. So, hier haben wir auch nur Kamille. Den ich hingesetzt habe, weiß ich nicht. So, das Ei packe ich hierher. Moment. Zeigt ihr mir irgendwas an? Nö. Okay.
Also Fische haben wir mittlerweile auch einige. Boah, das gibt's doch gar nicht. Ich krieg das Vieh nicht. Gut, hier haben wir noch mal Mais und Löwenzahn. Oh, mal wieder ein paar Stückchen. Ja, hier ist Löwenzahn und hier ist auch Mais. Was ich mir wünsche für dieses Spiel ist ein Rasenmäher. Wo ich dann wirklich hier drüber fahren kann und eine große Fläche frei machen kann. Nicht alles mit dieser. Oder eine richtige Sense wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Warum haut er nicht dahin, wo ich es ihm zeige? Es ist jedes Mal das Gleiche.
Ich kriege nichts, weil der sonst wohin haut. Nur nicht dahin, wo er soll. So, Katze, ich habe dir was zu futtern mitgebracht. Hier rein. Und hier wird mal wieder gemäht. So, nochmal als Hinweis für diejenigen, die das Spiel vielleicht nicht so gut kennen. Mir geht es, wenn ich Rasen mähe, nicht darum, dass das schön aussieht, sondern mir geht es darum, dass wo schon zu viel Gras steht, nichts Neues mehr nachwachsen kann. Also wenn alles voll ist, ist es voll, dann kann ich da nichts mehr, kann da nichts mehr spawnen. Und das ist der Grund, warum ich hier bei uns auf dem Grundstück erstmal alles abmähe. Damit eben Neues nachwachsen kann. So, und wir können jetzt wie war das? Maismehl, den Mörser und einen Sack brauchen wir noch dazu. Wo ist den Mörser gelassen? Ach, der ist, glaube ich, hier oben drin. Ne? Genau. Der Mörser und die Säcke haben wir hier. Säcke wieder da reinpacken. Der Mörser kann da drin bleiben erstmal. Oh ne, warum eigentlich? Das Wasser packe ich da wieder rein, der Mörser kommt wieder nach oben. Dahin. Und dann sollte ich vielleicht mal zusehen, dass ich mal so ein bisschen hier Löwenzahn koche. Sobald er fertig ist. Ah ja. Da brauchen wir Wasser. Wieso futter ich eigentlich das? Ich habe das doch noch. Das kann da unten hin. Das kann hier hin. Nichts weiter. Hier können wir Löwenzahn kochen. Das gibt Flüssigkeit und Sättigung.
So, hier kann ich im Augenblick nur 10 herstellen, weil ich nicht genug Stöcke habe. So. Das können wir wegpacken. Hier ist schon wieder. Gut. Aber wir sind am Ende dieser Folge. Schön, dass ihr da wart. Mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst das Abo nicht. Bis dann. Tschüss.